Wir sind in der BV Lounge hier beim Logistikkongress und bei mir ist Detlef Hofmann. Herr Hofmann, warum haben Sie sich denn für das Kompaktstudium Logistik eigentlich entschieden? Also für mich war wichtig, nochmal was dazu zu lernen, weil ich den Aufgabenbereich verändert habe. Und deshalb habe ich mich für ein berufsbegleitendes Studium entschieden, was der BVL Campus anbietet. Für Leute mit Berufserfahrung, und das bringe ich nun mal mit. Und deshalb habe ich gesagt, dem stelle ich mich. Neu dazulernen kann nie schaden und weiterlernen natürlich auch nicht. Was unterscheidet denn das Kompaktstudium Logistik von anderen Studiengängen? Also es ist sehr praxisorientiert. So ist zum Beispiel eine Fallstudie damit zu bearbeiten im Rahmen des Studiums, wo Sie in einem anderen Unternehmen drin sind und tatsächlich für die Praxis etwas erarbeiten im Team. Zum anderen bietet es natürlich sehr hohes Potenzial in anderen Bereichen der Logistik mit kompetenten Professoren, die vorlesen, oder Leuten außer Praxis. Also insbesondere so dieser Verbund Praxis und Theorie ist das, was ausschlaggebend war für mich. Sehr gut. Wir reden noch über das ELA-Zertifikat. Klären Sie uns mal auf, was ist das ELA-Zertifikat? Ja, das ist ein Qualitätsstandard bei der Logistik-Weiterbildung, was man auf 3 Level abschließen kann. Senior oder besser gesagt Junior, Senior und Master. Und hier ging es um den Senior-Abschluss, wenn Sie so wollen. Okay. Und das wurde beim BVL gemacht. ELA steht für European Logistic Association, und das ist der Dachverband von allen logistischen Vereinigungen in Europa. Jetzt noch eine Frage, wie wichtig war es denn für Sie, neben dem Zertifikat vom BVL Campus auch ein international anerkanntes Zertifikat zu bekommen? Zufall Logistics Group ist ein internationales Unternehmen und das findet eben auch Anerkennung im europäischen Geschäft, und da bin ich eben auch unterwegs, habe internationale Verantwortung und Gesprächspartner, und da macht es sich gut, wenn Sie dann dementsprechend ausgebildet sind. Sie sind ja ein typischer Logistiker auf dem Senior-Level, stimmt das? Ja, das werde ich jetzt erleben, aber ich denke mal ja. Dazu gehört ja, dass wir eigenen Handlungsspielraum haben. Ich bin Prokurist im Unternehmen, das heißt, sie treffen die eigenen Entscheidungen, haben in aller Regel Personalverantwortung, und von daher würde ich sagen, Senior-Level passt schon ganz gut. Wo wir jetzt hier gerade in der BVL-Lounge sind, keine falsche Antwort bitte, würden Sie das Kompaktstudium Logistik weiterempfehlen? Also in jedem Fall würde ich sagen, weil es eben wirklich etwas ist, wo ich sage, sehr praxisorientiert, in einem relativ überschaubaren Zeitraum. Sie haben immer einmal im Monat eine Woche Vorlesungen. Das kann man gut verbinden mit dem Job und es bringt einen deutlich weiter. Und Sie haben keine Augenringe, trotz Studium neben des Jobs, sehe ich. Also alles gut gelaufen, ne? Alles gut gelaufen, ja. Bedanke mich sehr herzlich für das Interview und ja, viel Erfolg mit diesem Studium in Ihrem Berufsleben. Ja, vielen Dank.